Tau Motor Jeep 125 Kubik. Wer sagt, dass Kinderfahrzeuge immer bunte, fröhliche Autos sind, die nur ein Pedal und ein Lenkrad haben? Es gibt Modelle auf dem Markt, die echte Autos recht erfolgreich imitieren und Kinder fördern. Dazu gehört auch das Modell 125 Kubikzentimeter von Tau Motor. Es hat einen stabilen Metallrahmen, der Fahrer und Beifahrer ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Mit dem 6,5 PS starken Motor kann man auf 48 Stundenkilometer beschleunigen. Die Sitze sind mit Gurten ausgestattet. Der Fahrer hat einen Rückspiegel, Blinker und eine Hupe. Es gibt sogar ein Getriebe. Man kann zwischen einer automatischen oder einer halbautomatischen Option wählen. Es ist bemerkenswert, dass dieses Modell eines von wenigen Kinderautos ist, die betankt werden müssen. Das Fassungsvermögen des Benzintanks beträgt ca. 4 Liter. Der Preis liegt bei 1600 US-Dollar. Scania S730 Mini Truck. Das folgende Spielzeug soll dazu beitragen, die Fantasie zu fördern und schon von klein auf eine Leidenschaft für Lastwagen zu entwickeln. Der Scania S730 Mini Truck von der irischen Firma Scaled Rigs ist eine exakte Nachbildung der Scania Sattelzugmaschine. Das Modell wurde mehrmals verkleinert, um es an die Größe von Kindern anzupassen. Das Auto ist 190 cm lang, 75 cm breit und 130 cm hoch. Das 5300 US-Dollar teure Spielzeug ist ziemlich groß und braucht daher einen separaten Abstellplatz. Es hat ein gut durchdachtes Design, verfügt über eine 24 Volt Stromversorgung und einen Kettenantrieb. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 6 Stundenkilometer und während der Fahrt hört man laute Motorgeräusche wie bei einem echten LKW. Mini Cat Dozer. Das Spielzeug hilft, Kindern von klein auf das Aufräumen beizubringen. Damit wird das Schneeräumen zu einem aufregenden Spiel, von dem man nicht genug kriegen kann. Der Mini-Bulldozer, der eine Nachbildung der Caterpillar-Maschine ist, ist vollständig handgefertigt und wurde von einer Person aus improvisierten Teilen zusammengebaut. Kaufen kann man solche Bulldozer nicht, erhältlich ist aber eine Bauanleitung für 30 US-Dollar. Lewis Miniboat. Das ist ein weiteres erstaunliches Fahrzeug, das leider nicht gekauft werden kann. Es ist komplett handgefertigt. Ein talentierter Vater hat in seiner Freizeit das Miniboat für seine Kinder gebaut. Daher sind die meisten technischen Eigenschaften des Bootes unbekannt. Man weiß nur, dass das Modell keine im Laden gekauften Teile enthält. Die Karosserie besteht aus Aluminium. Das Fahrzeug wird von einem 26 Kubikzentimeter Motor angetrieben. Das Boot muss zudem rechtzeitig betankt werden. Das Spielzeug wurde in einem Schuppen im Hinterhof zusammengebaut, erwies sich aber als ziemlich leistungsstark. Es hält nicht nur ein Kind auf Wasser, sondern kann auch einen Bodyguard mit einem Passagier hinterherziehen. Das Spielzeug könnt ihr irgendwo in Australien live sehen. Hypergogo Go-Kart. Wenn euch ein Hoverboard, das vor ein paar Jahren gekauft wurde, langweilig erscheint, sollte man es erneuern. Und nein, man muss kein neues, fortschrittliches Modell kaufen. Auch alte Fahrzeuge können so modifiziert werden, dass sie wieder Interesse und Freude wecken. Dafür braucht man das Go-Kart-Gerät von Hypergogo. Das Zubehör lässt sich an jedem Hoverboard befestigen und verwandelt es in ein voll funktionsfähiges Go-Kart. Das Fahrzeug kann nicht nur von einem Kind, sondern auch von einem Erwachsenen genutzt werden. Der ausziehbare Rahmen kann sowohl in der Breite als auch in der Höhe angepasst werden. Die technischen Eigenschaften hängen vom Hoverboard ab.
Außerdem passt Go-Kart auf fast alle derzeitig auf dem Markt befindlichen Hoverboards. Ein eingebauter Stoßfänger reduziert den Aufprall auf rauen Oberflächen und sorgt für ein gleichmäßiges Fahrgefühl. Das Gerät kostet 400 US-Dollar. Gaken Snow. Wollt ihr das Fahrzeug eurer Kinder im Winter nicht in die Garage stellen, dann solltet ihr auf den Gaken der Firma Motex achten. Das Basismodell ist ein Quad, das für die warme Jahreszeit entwickelt. Vor einiger Zeit hat der Hersteller jedoch eine Alternative für austauschbare Räder entwickelt. So wurde der Gaken Snow geboren, ein Kettenschneemobil, das auf einem 70 Kubikzentimeter Quad basiert. Das Modell verfügt über dreieckige Raupenmodule, die die Bodenfreiheit und die Geländetauglichkeit erhöhen. Breite Skier sorgen für das Rutschen auf dem Schnee, die für eine größere Festigkeit Metallverstärkungen an der Basis aufweisen. Das Kit enthält außerdem einen Elektrostarter, eine Fernbedienung und einen Motorstart sowie einen mechanischen Geschwindigkeitsbegrenzer. Sie ermöglichen es den Eltern, sich um die Sicherheit der Kinder keine Sorgen machen zu müssen. Immerhin ist das Schneemobil für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren konzipiert und kann Geschwindigkeiten von bis zu 30 Stundenkilometer erreichen. Bugatti Baby 2. Die Geschichte dieses Autos begann im Jahr 1926, als Ettore Bugatti, der Gründer des bekannten französischen Unternehmens, für seinen Sohn eine Minikopie des Bugatti Typ 35 baute. Anschließend wurde die Serie dieser Rennwagen zu einer der beliebtesten in der Geschichte. Heute kann jeder, der 40.000 Dollar hat, dieses Auto kaufen. So viel kostet das einfachste Modell. Ein schickes Bugatti Baby 2 kostet bereits doppelt so viel. Aber wofür wird eigentlich so viel Geld verlangt? Für die Marke, für das exquisite Design, für ein Gehäuse aus Kohlefaser, 13 PS und Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer. BTGC 36 Volt Dirtbike. Kinderautos hatten wir bereits besprochen, doch es gibt Kinder, die Motorräder viel mehr mögen. In diesem Fall sollte man sich dieses Rallye-Motorrad von Big Toys Green Country angucken. Er entwickelt Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h, ist für Teenager über 13 Jahre konzipiert und kostet etwa 500 US-Dollar. Power Wheels Wild Thing. Das letzte Spielzeug hat nichts mit echten Autos zu tun, ist aber nicht weniger interessant und aufregend. Fisher-Price hat ein ausgefallenes elektrisches Dreirad entwickelt, das von zwei Hebeln seitlich vom Fahrer gesteuert wird. Wild Thing kann vorwärts und rückwärts fahren und sich um seine eigene Achse drehen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 8 km/h. Da das Spielzeug für sehr kleine Kinder ausgelegt ist, liegt die Geschwindigkeit bei etwa 3 bis 4 Stundenkilometer. Die Räder sind groß, sodass der junge Fahrer nicht nur auf Asphaltflächen fahren kann, sondern auch auf leichtem Gelände wie Rasen. Die extra breiten Sitze bieten Komfort und die offene Metallkarosserie verleiht dem Modell ein sehr ungewöhnliches Aussehen. Die Kosten betragen 300 US-Dollar. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.